Das Kampfmesser 2000 als Billig-Nachbau von der Firma Miltec. Taugt dieses Messer was? Ist es ein Bushcraft and Survival Messer? Wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rostow vom Survival Shop Berlinskund. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses K2000 Miltec Nachbaumesser. Ich habe das ganze Jahr über im Einsatz gehabt und immer wieder bei den Survival Trainings, die ich hier in Niederösterreich, in Österreich abhalte, den Teilnehmern in die Hand gedrückt und gesagt, komm, arbeite damit. Und das habe ich meistens dann getan, wenn es irgendwelche kräftigen Männer waren, einen Atan-Anzug und solchen Geschichten, habe ich gesagt, probier's das mal aus. Und es gibt ja eine richtige Fangemeinde von diesem K2000 Messer als Original oder eben hier als Nachbau. Und ich habe ja, schau mal, da steht Bushcraft. Das ist nämlich das Walter Waldleiber Shop. Da gebe ich da auch unten den Link, billige Eigenwerbung natürlich. Denn da haben wir ein eigenes T-Shirt, nämlich ich liebe mein K2000 Kampfmesser. Also es gibt Leute, die das ganz einfach extrem genial finden vom Design her. Schauen wir es uns ganz kurz an. Kunststoffgriff, hier hinten. Man geht die Klinge durch, als Hammer sozusagen zu verwenden. Hier könnte man ein Bandal durchgeben. Und dann hier eben diese Parierstege, die gegeben sind. Ja, zustechen kann. Ja, zustechen. Und ich glaube, darum geht es dabei auch. Beziehungsweise damit man abfangen kann, wenn man im Messerkampf ist. Ich stelle mir das gerade so vor, man ist im Messerkampf Mann gegen Mann. Alles hat man schon weggeworfen, aber man hat noch das Kampfmesser. Den Spaten hat man verloren, gibt überhaupt nichts mehr. Mann gegen Mann, so wie bei Hollywood. Und dann zieht man sein Kampfmesser K2000. Und Mann gegen Mann kämpft man und der andere kommt auch mit der Klinge. Und ich fahre rein und hebe es ab. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich bin ja kein Nahkampfexperte, aber so rennt das im Film ab. Aber die Realität schaut wahrscheinlich anders aus. Aber ich gehe davon aus, dass das die Idee von diesem Pariersteg hier ist. Und damit man es gut in der Hand haben kann und möchte hinzufügen, man hat es auch wirklich fett in der Hand. Nur, der hintere Pariersteg hier, der ist, wenn man jetzt was schnitzen will, wobei ich lassen wir mal diesen Wellenstift kurz weg. Aber wenn man was schnitzen will, wenn man was arbeiten will, ist das unangenehm, weil man da meistens den Daumen dann nach vor für feinere Arbeiten nach vorgeben müsste. Aber für das ist das nicht gemacht, kein Bushcraft-Messer. Ich meine, was ist ein Bushcraft-Messer? Also ein Bushcraft-Messer ist meiner Meinung nach ein Messer, das typische Arbeiten, die man als Bushcrafter macht. Ja, Bushcraft. Ich passe eh auf, ich steche mir nicht ins Gesicht, ja. Aber Bushcraft, als Bushcrafter macht. Und das kann das Messer natürlich auch, aber nicht allzu gut. Gut, wie auch immer. Auf jeden Fall, für feinere Arbeiten nicht absolut toll, aber soll so sein. Dann das nächste, Batonieren. Hat das wirklich alles mitgemacht, aber, und das liegt sicherlich am Miltec-Bereich, also an der billigsten, an der günstigen Abarbeitung oder Verarbeitung von Miltec, da ist es so, wenn man da drauf klopft, dann vibriert das Gesamte. Ich glaube, das ist ein 440er Stahl, ich weiß gar nicht welcher, wahrscheinlich das minderwertigste, was es so gibt auf der Welt, aber sei es drum. Auf jeden Fall, das spürt man, wenn man draufhaut, blum, 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 ja. Das vibriert bis in den Griff hinein. Ich meine, das Messer allgemein ist ja recht nett gemacht. Also der Griff taugt mir. Er ist zwar etwas rutschig, besonders bei kalten Händen, so wie jetzt. Es ist relativ kalt. Wir haben jetzt ein bisschen Minusgrade, ein bisschen. Und da spürt man das auch dann gleich. Aber der Punkt ist, mir taugt es, dass es hier eine Verdickung gibt. Damit hat man das richtig schön in der Hand, das Messer. Und das ist der positive Aspekt. Sonst, wir machen dann eh nachher gleich ein paar Tests. Ich meine, diese Serrated-Klinge, die ist, damit ich jemanden gescheit wehtun kann, wobei tut man das wirklich, wehtun schon, aber im Krieg glaube ich schon, aber tut man das schneiden oder tut man das stechen? Ich meine, wovon sprechen wir, aber wie auch immer. Und damit man Seile kappen kann und dann natürlich dieses, ich glaube, das heißt Tanto, oder müsste es dann so runtergehen? Ich weiß das nicht, schreibt mal unten einen Kommentar, ist mir auch ziemlich egal, aber das hier haben wir verwendet, um nach Bärlauch zu graben. Bärlauch graben. Nämlich auch jetzt, also wir könnten jetzt Bärlauch graben gehen, weil die Knolle da unten noch immer ist. Wenn dich das Thema Nahrung interessiert, Nahrung aus der Natur, Survival-Notnahrung, gebe ich da auch natürlich unten den Link zu meinem Online-Fernlern-Lehrgang Survival-Nahrung, wo ich von Jänner bis Dezember jedes Monat dir genau erkläre, welche Sachen es gibt, und da ist der Bärlauch auch dabei. Also das haben wir gemacht und für mehr will ich das ganze Teil auch nicht einsetzen. Von der Verarbeitung her, jetzt grundsätzlich, ja, das ist halt Miltec-Produktion. Ja, Miltec-Produktion, Molle schlaufen und ich meine, schau, es ist eigentlich alles noch dran. Wir haben das am Gürtel getragen, ich habe es den Teilnehmern es ist nicht so übel, auch der Druck noch, es ist alles okay. Aber
schauen wir mal. Ich mache jetzt einen kleinen Hacktest und für alle Umweltschützer, die mir dann böse Mails schicken, ich darf das hier. Und der Besitzer, dem das alles gehört, hat zu mir gesagt das letzte Mal, Reini, wann schneidest du denn wieder mal ein bisschen Haselnussstecken weg? Oder Reini, wann kommen denn einmal die Fichten weg? Und ich sage immer, im nächsten Video. Und so weit ist es jetzt. Also ich darf das hier, ich bin nicht mitten im Wald und irgendwo, sondern ich darf das. Und ob es ich mache mit meinem K200, Nachbau, Quixi Quaxi oder Forstarbeiter, macht für die Haselnussstaude da hinten null Unterschied. Und da habe ich schon wieder dieses Vibrieren. Ja, ich spüre das. Ich nehme das Messer hier hinten. Der Griff bietet das ja an, dass man es hier hinten nimmt und da hat man auch dementsprechend Zug. Aber das tut richtig weh in der Hand. Wirklich. Es vibriert, es ist einfach. Ja. Aber jetzt habe ich es angefangen, jetzt muss ich es fertig machen. Ich will eigentlich gar nicht. Tut nämlich weh. Hol gleich ein gescheites Messer. So. Jetzt schau mal her. Na komm. Steck das Messer da so drin. Und jetzt werde ich was Böses tun. Hat's mitgemacht. Also es ist schon, obwohl es am Mildeck klumpert ist, gescheit stabil. Wie gesagt, Mildeck klumpert. Und es ist kalt auch. Und wenn es mit der Hand nicht wehtun würde, dann wäre es auch cool. Achtung, Strauchfeld! Zum Schnitzen ist das Ding natürlich der absolute Hölle. Jetzt tut man natürlich nicht immer nur schnitzen, sondern auch irgendwelche anderen Dinge machen, aber mit diesem Serrated da schon. Ja? Schau dir das an, schau dir das an. Ist das wirklich notwendig? Nein, ist es nicht, aber so ist die Welt. Da vorne kann ich wieder keinen Druck aufmachen. Ah, also zum Schnitzen ist das Ding überhaupt nichts. Schau dir das an. Schau dir das an. Das schaut aus, wie wenn es der Biber abbissen hätte. Oder eine Maus abknappert. Fürchterlich. Nein. Also kein Bushcraft-Messer. Ist es ein Überlebensmesser, ein Survival-Messer? Ja, vielleicht. Kommt drauf an, was man darunter versteht. Ist es schlecht? Nein. Taugt es mir? Würde ich mir das Originale kaufen? Nö, niemals, nie. Warum? Weil, obwohl ich den Griff genial finde, ich den Preis einfach abartig finde. Für auch das Original, ich glaube, das ist von Icon. Gebe ich da auch unten den Link auf Amazon, schau dir das an. Und obwohl man da hinten mit dem Billigsdorfer-Teil da den Feuerstahl bedienen kann, trotz alledem. Also ich würde mir nicht dieses Messer hier mitnehmen. Wenn ich ein Kampfmesser haben wollte, so ein Feldmesser, dann würde ich mir, und nicht weil ich Österreicher bin, sondern weil es einfach besser ist, das Feldmesser von der Firma Glock mitnehmen. Das Messer von der Firma Glock macht auch alles mit, das machst du auch nicht kaputt. Das tut beim Hacken nicht weh und das hat einen vernünftigen Preis, jetzt Hand aufs Herz. Das Ding, obwohl ich dir bei mir im Shop einen absoluten Kampfpreis mache. Ich biete es auch nur an, weil ich so viele Anfragen immer gehabt habe. Reini, hast du auch das Kampfmesser 2000 von Miltec? Nein! Hast du es dran wirklich nicht? Ich würde es gerne bei dir kaufen. Nein! Also habe ich meine Seele verkauft. Ich habe meine Seele verkauft und habe gesagt, ich gebe es in den Shop und wir machen da einen Kampfpreis und bieten es aus dem Grund an. Und die Leute kaufen es. Aber ich persönlich würde das nicht tun, kaufe dir ein Glock-Feldmesser. Das kriege ich leider nicht als Händler, weil sonst hätte ich es auch im Shop. Ich habe es eine Zeit lang gehabt. Gebe da unten den Link auf Amazon. Kauf da lieber ein Glock-Feldmesser. Mit dem hast du meiner Meinung nach sicher mehr Freude als mit dem. Aber wenn du, und das ist halt der Punkt, auf dieses Design stehst und auf das Feeling, auf das Gefühl, dann kauf da halt. Ja? Ich empfehle es nicht. Aber, und ich verspreche, ich höre dann auf, aber eines noch. Wenn ich natürlich gar kein Messer habe und die Wahl zwischen meiner Hand oder einen Stein oder einen Stock und diesem K2000 Nachbau-Dingsi, dann würde ich das natürlich auch mitnehmen. Das ist auf jeden Fall besser als nichts. Aber meiner Meinung nach gibt es als Feldmesser bessere Optionen, als Bushcraft-Messer ohnehin. Und ein Survival-Messer ist ohnehin das Messer, was man dabei hat. Und da hoffe ich, dass es nicht das ist, sondern ein anderes. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link zu all den Produkten und den Dingen, die ich erzählt habe, findest du auch. Billige Eigenwerbung, so wie immer. Abo
paar andere Videos zum Anschauen da irgendwo und bis bald, dein Reini Rossmann und ciao.